Jo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part oder zu einem weiteren Cup. Mein Name ist Gelato und wir zocken zusammen Mario Kart 8 Deluxe. Ja, im letzten Part habe ich euch den Pilz Cup gezeigt auf 150 und diesmal machen wir den Grand Prix auf ebenfalls 150. Was ich auf jeden Fall sagen will, was ich im letzten Part nicht so ganz gesagt habe, ist zum Beispiel, es gibt also mit dem Motorrad doch den Dreier Drift. Ja, also es gibt auf jeden Fall den Dreier-Drift. Jetzt werden wir mal den Inkling-Junge nehmen. Wir hatten das Mädchen ja schon gehabt. In Lila, perfekt. Meine Lieblingsfarbe. Und was ich euch noch ganz kurz zeigen will, diesmal sind wir auch im richtigen Profil drinne. So, da. Das ist das Gelato-Männchen. So sehe ich aus, weil das davor war nur so, keine Ahnung, irgend so 0815-Mi. Und das ist der, den ich auch damals auf der Wii hatte. Falls das den einen oder anderen interessiert, also auf der Wii U. So sieht mein Mii aus. Gut, das dazu. Wir haben noch nicht so viel freigeschaltet, also werden wir das Standard-Gedöns nehmen, beziehungsweise ich nehme mal die Retro-Sachen und das Turbo-Bike. Und hier nehmen wir mal Flugzeug. Einfach mal irgendwelche. Und damit machen wir den Blumen-Cup. So, hier machen wir auf jeden Fall den Blumen-Cup. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Ich meine, ich kenne die Strecken. Ihr wahrscheinlich nicht, die das Spiel nicht kennen, aber es ist super, super gut. Und deswegen spiele ich es. Der Blumencup, Marios Piste. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und mal gucken. Ja, wie ich gesagt habe, ich werde auf jeden Fall die unterschiedlichen neuen Charaktere nehmen, die dazugekommen sind. Wir hatten jetzt das Inkling, jetzt kommt der Junge. Und mal schauen. Ich habe jetzt auch zwischendurch mal probiert mit den Joy-Cons zu spielen, das ist gar nicht mal so schlecht. Also es ist fast wie auf der Wii U mit den Dings da hier. Mit dem Pro, nicht Pro-Controller, sondern mit dem Nunchuck und na, die Fernbedienung. Ja, aber ich bleibe trotzdem, glaube ich, bei dem Pro-Controller. Auch wenn ich hier die Hände so zusammenhalten muss, um zu spielen, aber das ist ja kein Problem, glaube ich. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Wir haben zwei Items. Das hatte ich ja schon gesagt gehabt. Und, tja, dann fahren wir mal. Ganz gechillt. Mal gucken, ob wir hier was reißen können. Wie ich schon gesagt habe, ich werde auf jeden Fall 150 fahren, weil 150 sind, ja, finde ich, bisschen zu langsam. Aber 200 ist wiederum, das hatte ich damals auch schon gesagt, das ist so gemacht, dass ich glaube, dass einfach, wenn du 200 fährst, dass das einfach die Strecke zu kurz sind für manche Strecken, für manche Kurven, weil du fliegst aus manchen Kurven raus, wenn du halt kein, ja, wenn du zu schnell unterwegs bist, fliegst du einfach raus. Ich meine, klar, das, damit hat sich der 200 CCM Cup, aber trotzdem, das ist auch ein neues Item gewesen, da war ein Bohu, da wollte mir irgendwie ein Item klauen, wahrscheinlich hat er es geschafft, ich habe es nicht ganz gemerkt. Oh, da haben wir die auf jeden Fall nochmal schön abgeblockt, sehr, sehr schön. Und ja, für mich also persönlich finde ich 200 etwas zu schnelles Seiten, man hat eine leichte Klasse und einigermaßen schnelles Fahrzeug, dann fährt man quasi, als ob man irgendwie schwer ist und auf 150, habe ich das Gefühl. Aber man kommt auf jeden Fall voran. Man kommt auf jeden Fall voran, deswegen Respekt an die Leute, die 200 fahren mit schweren, mit schweren Charakteren und dann trotzdem noch gut und perfekt in die Kurve kommen. Nein, verdammt, da habe ich die Banane zu schnell. Ach stimmt, wir haben mit zwei gehabt. Hä, oder habe ich die gerade nicht eingesetzt? Habt ihr gesehen, wenn man zum Beispiel diese ganzen Turbos macht in der Luft, diese kleinen Tricks, da verwandelt sich der Inkling in einen Fisch. In so einen Tintenfisch, das ist ja süß. Das haben sie echt schön gemacht. Nein! Nein! Ja toll. Die Münze kann uns da... Was? Warum? Metal Mario. Ich glaube, Metal Mario verarscht. Na gut, das war die erste Runde. Mal gucken, was das mit der zweiten Runde auf sich hat. Und somit sind wir in Toads Hafenstadt angekommen, im Blumencup. So, das heißt, ich muss hier die Jagd auf, ich wollte schon Dr. Mario sagen, auf Metal Mario machen. Der kleine Schlingel will uns hier überholen. Hat er auch geschafft. Ich weiß gar nicht, Metal Mario ist der ein schwerer Charakter? Ich weiß es gar nicht, weil ich den wirklich kaum genommen habe. Beziehungsweise gar nicht genommen habe. Ja, ihr wisst gar nicht, wie geil gerade das Feeling ist nach... Keine Ahnung, 3, 4, 5 Monaten es nicht gezockt zu haben. Das macht gerade wieder super, super Spaß, es zu zocken. Nein, da wurde mir ein Item geklaut. Boah, du böser, böser Dieb, Bohu.
Aber so funktioniert das. Wir können auch hier an den Wänden fahren. Das kennt ihr ja aus dem achten Teil, dass man hier keine Gravitation gibt, beziehungsweise man kann hier auch an den Wänden fahren und an den Dächern und überall, wo man sonst fahren kann. Sowieso das ganze Spiel ist irgendwie verwirrt und verdreht und verzerrt. Und wir fahren mal hier auf dem Boden und unter Wasser und in der Luft und überall fahren wir hier. Autsch, autsch, autsch. Nein, 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 bitte nicht. Natürlich trifft sie mich. Warum sollte sie mich nicht treffen? Nein! Inkling Girl, hör auf damit. Übrigens, wenn ich die Inklinge hier so angucke, freue ich mich auf jeden Fall umso mehr auf Splatoon 2. Oh, das wird so toll, das Spiel. Hab ja die Dings da gespielt, hier die Beta. Test global, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und es kommt ja bald in Juli. Ende Juli, glaube ich, ne? Bei der Nintendo Direct hatten sie ja irgendwann mal ein Datum erwähnt. Auf jeden Fall, glaube ich, Ende Juli oder Mitte Juli. Auf jeden Fall 7. Monat. Das heißt, wir können bis dahin so schön Mario Kart suchten und Minecraft und was ich noch so momentan spiele. Richtig, richtig fett. Und natürlich auch Zelda. Ja, Zelda. Oder der eine sagt Zelda. Zelda, wie auch immer, ihr wisst Bescheid. Der Link, der grüne Held mit seiner Bimmelmütze, muss auf jeden Fall Zelda retten. Und das zocken wir auch auf jeden Fall. Ja? Tja, wir fahren auf Fahren, Fahren. Und wir fahren auf den ersten Platz. So gehört sich das. So muss das sein. Aber ich muss schon sagen, hier, das ist schon leicht herausfordernd. Naja, vielleicht nicht ganz so. Aber wir werden mit Items hier bombardiert. Ihr seht es ja selbst. Der gute alte Blumencup. Wer kennt ihn nicht? Und ich kann euch sagen, wie ich schon im ersten Part gesagt habe, das ist richtig. Ich hatte um die 700 Stunden plus insgesamt, weil ich das Spiel ja sehr, sehr oft gestreamt hatte auf Twitch. Und dementsprechend hatte ich Mario Kart sehr, sehr oft gespielt und gespielt, gespielt und gespielt. Und deswegen kamen die ganzen Stunden zusammen. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Und jetzt geht's weiter. Oh, wo sind wir denn hier? In der Grusel-Wusel-Villa. Aha. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist wahrscheinlich von Luigi's Mansion oder sowas. Übrigens, Luigi's Mansion, wie ich schon gesagt habe, gibt es im Battle Cup. Battle Cup? Nein, sowas gibt es nicht. Auf jeden Fall in den Arena gibt es da auf jeden Fall eine Luigi's Mansion Map. Und die werde ich euch demnächst auch mal zeigen. Wir werden auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zocken, das Spiel. Das kann ich euch versprechen und ich mache daraus, ja, coole Videos, hoffentlich, die euch gefallen. Online und so weiter und so fort. Wird auf jeden Fall alles die Tage und Wochen auf jeden Fall noch kommen, immer wieder. Gibt keine festen Termine, aber auf jeden Fall immer wieder schaltet rein auf den Kanal. Und dann werdet ihr auf jeden Fall hier Gameplay von Mario Kart 8 sehen. Mit mir, vielleicht noch mit anderen Leuten, mal schauen. Aber erstmal mache ich hier den Singleplayer und die ganzen Cups mal zeigen. Viele kennen die Cups wahrscheinlich von euch, viele auch nicht. Deswegen trotzdem will ich einfach mal zeigen und auch für mich halt die freischalten bzw. hier die Sternchen holen. Wahrscheinlich muss ich den einen oder anderen Cup wiederholen, weil ich da doch 60 Punkte haben möchte. Also alles auf perfekt. Bei mir ist das immer so, ich hatte überall immer in jedem Mario Kart wirklich ohne Scheiß überall immer 3 Sternchen. Und es hat mir immer super Spaß gemacht, sie zu holen, auch wenn ich den einen oder anderen Cup zigtausend Millionen, Milliarden mal wiederholen musste. Aber so war das. Nein, ich wurde getroffen. Ja, die Reaktion kam zu spät, aber sie kam. Böse, böse blauer Panzer. Kann man eigentlich in die Geister fliegen? Nee, kann man nicht. Bin auf jeden Fall super, super gehypt auf den Battle Mode. Und die letzte Runde hat begonnen. Und wir mit einer Banane und das zweite Item ist ein... Noch eine Banane, sogar 2 Bananen. Oh mein Gott. Wir haben hier ultra krasse 2 Bananen. Da ist doch Donkey Kong nicht weit weg. Oder? Man weiß es nicht. Fährt Donkey Kong mit? Nein, der fährt gar nicht mit. Nein! Hä? Bin jetzt über die Banane gesprungen? Oder sah das nur so aus? Auf jeden Fall cool. Die Banane hat mich nicht erwischt. Ach doch, die war weg. Ja klar. Natürlich. Ach, die habe ich gar nicht nach hinten gesetzt, die Banane. Das sah so aus. Okay, anscheinend hatte sie doch noch in der Hand gehalten. Und ich dachte, ich habe sie hinten eingesetzt, wie ich sie gerade gesetzt hatte. Dass ich die als Schutz habe. War aber doch nicht der Fall. Na gut, egal. Wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Und sind
Auf jeden Fall erster. Aber eine Runde gibt's noch. Also eine Map, die wir jetzt noch fahren. Mal schauen, was das für eine ist. Natürlich die Shy Guy Wasserfälle. Wer kennt sie nicht aus dem Blumencup? Also ich kenne sie. Auch sehr, sehr oft online gefahren. Das letzte Rennen des Blumencups. Und let's do it. Also falls ihr den Blitzstart nicht beherrscht, ich erkläre es euch nochmal kurz, bevor die 2 verschwindet. Dann müsst ihr Gas geben. Oder auftaucht. Auf jeden Fall bei der 2. Da müsst ihr den richtigen Moment abwarten und dann drücken und dann macht ihr so einen kleinen Blitzstart. Und wie ich gesagt hatte, es gibt mit dem Bike tatsächlich doch den 3er Boost, der ja neu dazugekommen ist. Die dritte Variante, das ist dann so ein lilaner. Aber dafür muss man halt wirklich lange driften. Hier ist der zweite. Das ist der zweite und... Ah, der dritte ist nicht gekommen. Also auf jeden Fall bei manchen Kurven, wo man lange driften muss oder kann oder sollte, kann man auf jeden Fall dann den dritten Boost noch bekommen. Nein! Ach, das hintere Item wird hier mal geklaut, oder? Nee, das vordere wird geklaut und das hintere kommt nach vorne. Okay. Klappt's hier? Nein. Auf jeden Fall, irgendwo mal werdet ihr das sehen, dass man auch noch einen dritten Boost hat. So, das ist der... Und? Meh, es hat nicht geklappt. Der muss sich wahrscheinlich noch mehr driften. Aber der ist halt, wie soll ich sagen, also naja, schwer, nicht schwer. Auf jeden Fall, wenn man den hat, kriegt man halt noch einen Zusatzboost. Also noch Geschwindigkeit obendrauf. Und das ist gar nicht mal so schlecht, wenn es klappt. Aber irgendwie reicht hier die ganze Zeit momentan auch ein 2er Boost. Irgendwie klappt der 3er momentan nicht. Weil ich einfach zu wenig Platz habe, um zu driften. Irgendwie so, würde ich jetzt mal behaupten. Ha? Ist die gerade da vorbei? Ach so, und dann gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Erneuerung. Es gibt kein Firehopping mehr. Es gibt kein Firehopping mehr. Ich weiß nicht, ob die einen oder die anderen das kennen. Das ist auf jeden Fall... Ich würde mal sagen, das haben Leute online benutzt, um sich quasi wie so leicht ejected den Boost zu bekommen. Da muss man quasi irgendwie so hin und her hüpfen. Ich habe es nie verstanden, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall haben die das rausgepatcht. Beziehungsweise, das haben sie jetzt gar nicht mit eingebaut hier in Mario Kart 8 Deluxe. Deswegen Firehopping online gibt es nicht mehr. Das heißt, man kann jetzt online schön fahren, ohne irgendwelchen Stress zu haben, dass da irgendwelche Leute irgendwie bescheißen. Also das gibt es nicht mehr, Firehopping. Und ja, deswegen kann man online auch wieder schön zocken. Da gibt es keine super Japaner, die irgendwie super cheaten oder was weiß ich, andere Völker oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es jetzt cheat-freie Zone. Und wir sind Zweiter. Macht ihr nichts. Ich sag mal so, die Inklinge sind Erster und Zweiter. Also passt das, alles wunderbar. Und das Ergebnis anzeigen, das gucken wir uns natürlich auch an. Vom Blumencup und unseren trotz ersten Platz. Ich glaube trotzdem Erster sind wir. Ja, ja, klar. Auch wenn wir zweimal Zweiter wurden, das macht ja nichts. Genau so sind wir gefahren. Echt? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, dass wir genau so gefahren sind, wie es gezeigt wird. Naja, wird schon stimmen. Ah ja, die habe ich abbekommen, auf jeden Fall. Die habe ich abbekommen. Ja, und damit sind wir auch hier durch im guten Blumencup. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bewertet ruhig den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und hier haben wir auch, wisst ihr was, freigeschaltet. Genau, das habe ich gemeint. Mit Münzen schalten wir Sachen frei. Dafür ganz viele Münzen sammeln. Und dementsprechend gibt es neue Fahrzeugteile. Also, wie ich schon sagte, bewertet den Part. Und wir sehen uns im nächsten Part. Im nächsten Cup. Also bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.